Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Ich war gerade hier bei Kraut und Rüben, hätte ich ja schon beinahe gesagt. Ja, bei Kraut und Rüben, wie hieß er nochmal? Magische Rübe, nicht Kraut und Rüben. Magische Rübe und habe ein bisschen für meinen Pflanztischen was gekauft. Und da habe ich jetzt gesehen, hier ist eine Nebenmission. Die wollen wir uns doch mal angucken. Aha, hier ist eine Truhe. Das sehe ich gar nicht. Ja, ich helfe dir gleich, So. So, jetzt bin ich für dich da. Hallo, ist alles in Ordnung? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Ganuff. Bloß Ganuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum sind Wilderer hinter dem Mondkalb her? Warum haben sie einen Mondkalb als Haustier? Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben Sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Ich werde euch umsehen. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Ganuff. Danke, wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich sollte versuchen, Ganuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach... Ja, das werden wir schon hinkriegen. Das Mondkalb ist hier. Gut, dann gehen wir erstmal dahin. Da können wir auch gleich mal Bombarda ausprobieren, wie das wirkt auf Gegner. Okay, mit dem kann ich hier nicht reden. Prevelio. Ich habe nämlich im Raum der Wünsche, habe ich mir so ein paar Pflanzentische hingebaut. Duell, also unterbricht den Wilderer Animagus bei der Wirkung von Reducto mit Depulso. Oh, Depulso, was war es nochmal? Depulso. Depulso. Ah, okay, gut. Wilderer. Ganuff hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Protego! Was stimmt hier? Contringo! Glaubst du, ich merke mir dein Gesicht nicht? Hab dich! Grazioso! Bombarda! Contringo! Protego! Fluco! Revelio! Ach, Kacke! Crucio! Autsch.
Kruzio. Defende. Pompada. Protego. Sturmo. Defende. Lazio. Protego. Reduxo. Kruzio. Bombarda. Ja, wo ist er? Ja, komm, ja. So. Revelio. Das hätten wir dann also auch. Gut, dass Kruzio Schilde von... Ach, das ist noch so einer. Ach, das sind noch zwei. Okay. Kruzio. Okay. Ja, ich muss mir doch nochmal irgendwie was anderes hier zurecht suchen. Ich müsste ja doch wirklich nochmal irgendwas reinmachen. Die haben ja mal gelbe, mal blaue Schilde oder auch mal rote. Dass ich hier dann noch irgendwie mal immer das hin und her schalten, finde ich immer ein bisschen blöde. Aber ich möchte nur ungern auf die beiden Zauber hier verzichten. Und ich kann ja nicht die beiden reinnehmen, einen grünen, einen gelben und einen blauen. Und die hin und her schalten immer so ein bisschen doof, finde ich. Warte mal, kann man die nicht irgendwie hier wieder... Ne, kann man die nicht wieder rausnehmen? Ne. Ja, okay, gut. Revelio. Naja, ach ja, hier die Truhe wollte ich haben. Alohomora. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? So, muss ich das jetzt in den Schnappsack mitnehmen, oder? Revelio. Ja. Wie finde ich denn jetzt denn heraus, welche Biscuit ist? Wie finde ich das jetzt heraus? Nicht so an. Ja. Revelio. Das lässt doch schön sein. Revelio. Okay, gut. Lazio. Bombardo. Defende. Kruzio. Lazio. Bombardo.
Defendo! Gut. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Professor Howe nie. Rette Biscuit. Ja, aber wo ist Biscuit denn jetzt? Stell dich doch nicht so an. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnuff zurück. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Das auch erledigt. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine Lösung. Garnuff, ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es Ihnen gut? Uns beiden geht es gut. Es war schrecklich für uns beide. Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie problemlos retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ach, so schön. Sie ist sicherer bei mir. Ich würde gern für meine Mühe entlohnt werden. Sie ist sicher froh, wieder zu Hause zu sein. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit, mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist Ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, Sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir ein Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind Ihnen ewig dankbar. Alles klar. Gut, aber ich habe jetzt noch ein Tierchen im Schnappsack, aber wollen wir mal gucken, was machen wir denn jetzt? Akku-Duell, das mache ich irgendwie mal offline. Finde den Namen, die fliegenden Kerzen, da weiß ich auch nicht. Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet. Ich habe mit vorsichtshalber einmal gut, kann man mal jetzt gucken, vielleicht... Nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Nee. Ja, nee, also da. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. So, warte mal. Warte mal. Inventar.
Brücke. Ja, das kann Wasser geil wo sein. Ja, ne. Prüfung, da habe ich immer keinen Bock drauf. Das kann ich noch nicht. Trollbekämpfung geht zur Trollhöhle. Gut, dann machen wir das doch einfach mal. Gucken wir uns mal den Troll an. Okay, so, da wollen wir mal. Oder warte mal, da können wir eigentlich auch mal. Flieg, Wolkenschwinge! Flieg! So, warte mal. Flieg langsam. Schnecken. Okay, das scheint irgendwie ein Gegner zu sein, der... Revelio. Du bist wohl Alexandras Freund. Beseitige Alexandras Troll. Ja, 31. Ja, 31. Ja, Mai. Ja, Mai, ja, nö. Nö. Ich bin jetzt hier gerade mal Level 26, ne? Ja, nö. Da lege ich mich nicht mit den 31 an. Schon mal ich mit dem Troll. Njet. Gut. Gut, dann machen wir das jetzt eben hier halt. Okay. Triff dich mit Poppy's Beating. Das war doch, glaube ich, auch gar nicht mal so weit weg von hier, ne? Aha, doch, natürlich, ist auf deiner Seite der Karte. Witz, komm aus, was umstellt, geht nicht, Tür klemmt. Gut. Gut, warte mal. Gut, jetzt speichern wir es mal ab. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen.
Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sag ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang.